Konami. Ups. Und die Musik mal wieder auf voller Lautstärke. Super. So mag ich's. Eigentlich nicht. Ja, ihr könnt euch garantiert ja stets auch nur. Ich lasse einfach mal noch. Spätestens jetzt wisst ihr, um welches Spiel es sich handelt. Ich muss erst nochmal die Musik runterdrehen. Die ist nämlich immer wieder auf voller Lautstärke. So. Ja, genau. Also, ich habe das mal vorher angespielt, hier das Spiel laden. Und mir geht die Musik so auf den Zeiger. Und ich möchte jetzt hier so gar nicht so lange die Zeit verplempern. Und ich kenne die anderen Teile nicht, weil ich die jetzt nicht für die PC-Version gefunden habe. Also habe ich gedacht, ich kaufe mal Holmes Coming. Gut, einfach mal was anderes wie Minecraft. Und wir starten einfach mal ein neues Spiel. Ich bin noch nicht so gut in Horror-Games. Deswegen weiß ich auch noch nicht, was uns hier erwartet, was mich hier erwartet. Ja, damit würde ich sagen, wir starten mal direkt auf neues Spiel. Wir nehmen mal normal, also Bildschirmhelligkeit. Ich hatte vorher hier schon schwer was zu sehen, besonders wir spielen es nicht abends oder so. Also es könnten ein paar Ruckler drin sein, weil wir spielen jetzt 15 Bilder pro Sekunde beim Aufnehmen. Ja, ich warte jetzt erstmal ab, was uns hier genau erwartet. Genau, was uns hier erwartet. Hilfe. Where's my squad? Are they here? Did they make it? Hey! Hey, talk to me! Say something! Oh God! Oh God! Hey! Hey, what are they doing? What's going on there? Hey, where are you taking me? No! Hey! No! Where am I? Hey, what is this place? Hey, where are you taking me? No! Where am I, man? Hey, wait! Where are you going? Don't leave me here! Was war das? Vanillepudding. Ja klar, klar, die sind auch wie Gummi, ne? Darf man erstmal Maus klicken, schön den Fingerbund klicken, wie ich es jetzt kenne, ne? Wir gucken uns hier erstmal um. Im Moment sind es 19 Bilder pro Sekunde, ich versuche da noch was zu ändern. Ich möchte nicht wissen, was hier gerade abgeht. Gut, auf jeden Fall Wasser. Licht an. Ist nicht viel los hier. Also, die Tür? Verschlossen. Ja. Er kann die Tür nicht öffnen. Mal gucken, was uns hier erwartet. Hier scheint ja nicht gerade viel los zu sein, ne? Nee. Absolut nicht. Hallo. Jetzt habe ich die Tür aufgeschmissen, genau. Josh. Josh, is that you? Alex. Ja,
Wo? Da ist so ein Zahlending. Das kann ich auch. Okay, ich habe jetzt keine Ahnung. Ich kann jetzt nochmal per Knopf machen hier. Gucken wir mal hier. Ja, klar, Schlossdefekt. Überall defekt, ne? Machen wir die Tür auf, oder wie? Over here. Etwas wurde in die Oberfläche des Röntgenbilds gekratzt. Ach da. 6, 2, 4. Ja, toll. Ich glaube, das wird später hier die Nummer. Es soll hier was öffnen. Kontrollkasten der Lautsprecheranlage. Hier. Ja, klar. Ne? Oh, wir haben sogar eine Karte. Das ist doch mal ein Anfang. Zoom. Klar. Keypad. Tosh. Josh. Ups, Tosh. Ja, Paper Tosh, ne? Und wie kann ich jetzt hier wieder raus? Ach so, genau. Ich bin mit der Steuerung auch noch nicht so bekannt. Ich tue jetzt die Tür einfach mal. Ja, klar. Ich habe Doppelklick gemacht, ne? Ja, meine Liebe. Ich habe die noch nicht mal berührt, aber auch egal. Alter. Willst du mir sagen, dass er nicht an so eine blöde Lampe vorbeikommt? Ja, klar. Was denkst du? Das ist klar, sind das die Patienten. Wir müssen gucken. Baby. Babygeschrei. Sag mal, willst du mich eigentlich verkeiern? Hier, diesen. Wo kommt das her? Achso. Wie ist er da hingekommen? Er tut mir. Oh, was ist das? Gesundheitstrink. Hm? Warum nennt es dann nicht einfach Medizin oder Aufwärtsanlage? Sieht ja auch so ein. Sieht echt beruhigend aus. Ja, ja, klar. Hm? Ja. 10 Bilder pro Sekunde ist auch nicht gerade lustig. Nö, klar, an so einem Hocker kommt er nicht vorbei. Voll Honk. Ja, hallo, ich will da drüber sprechen. Dankeschön. Basic.com. Der Soldat von heute muss auf eine harte. Genau. Deutsch. Der Soldat von heute muss auf ein hartes Training und mehr vorbereitet sein. Mit dieser Technik werden sie draußen überleben. Sieht ja echt spannend aus. Ausrüsten einer Waffe. Öffne das Waffenmenü und wähle eine Waffe aus, um sie auszurüsten. Ja, genau. Kampfhaltung und Ziel. Das habe ich vorher gar nicht gelesen, wo ich es angespielt habe. Ich verrate mal nichts, sonst spoiler ich ja. Halte bei angelegter Nahwaffe die Zieltaste gedrückt. Okay. Oder drücke sie, um die Kampfhaltung einzunehmen. Okay. Ich will aber nicht mit der alten kämpfen. Entschuldigung. Spoiler. Wenn du die Kampfhaltung einnimmst und Feinde in der Nähe sind, ziehst du automatisch auf den Feind, der in deinem Gesichtsfeld am nächsten ist. Sind sie von mehreren Feinden umgeben, wird das Ziel dann ihnen nächstes sein. Ziel der ihnen nächstes sein, okay. Der anvisierte Feind wird von der Taschenlampe hervorgehoben. Ja. Um das Ziel zu wechseln, bewegst du die Maus in Richtung des Ziels, normalerweise nach links oder nach rechts. Um das Ziel zu unterbrechen, verlasse die Kampfhaltung durch Loslassen beziehungsweise nochmaliges Betätigen der Zieltaste. Angriff aufladen, Kombos. Starke Angriffe lassen sich aufladen, um mehr Schaden zu verursachen. Indem du die Taste für schweren Angriff gedrückt hältst, ist an der Maus. Aufeinanderfolgende schnelle Angriffe, die von
von einem starken Angriff gefolgt werden, können zu ununterbrochenen Angriffen werden, die als Kombos bekannt sind. Danke für die tolle Antwort, Nach. Alle Schlösser sind hier weg, ne? Alle. Ich habe so ein altes Gebäude hier. Komm, geh auf. Ja, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ja, klar, doch, okay. Komm, lange Beine. Das sieht für mich nach einem Grafikbug aus. Gewisserweise. Sieht es doch ganz eklig aus. Die Lampe. So. Ich glaube, das muss hier hin. Etwas wurde in die Ohren mit heute mit dem Platz her weiter. Nein. Ja. Inventory. Ich glaube, das muss da sein. 6, 3, 4, 8, 7, 2. 6, 2, 4, 7, 2. Wer zum Teufel kritzt Code in den Rückenbild? Josh, where are you going? An die Milka Schokohasen. Ja, doch eigentlich. Geil. Ja. Ah, guck, du Schloss ist auch wieder defekt, ne? Da war mein Mann. Aha, defekt. Anscheinend defekt. Ich kann nicht mehr sagen. Ist geschlossen. Josh, stop! Selbst schon mal schnell auf. Und was ist das? Ah, da können wir speichern. Das mache ich gleich. Am besten mal immer speichern, ne? Immer speichern. Wir nehmen hier... Ich tue das einfach überschreiben, den Spielstand hier. Das ist mein erster, wo ich einfach... Ich habe auch nur bis dahin gespielt. Und, speichern erfolgreich. Und ich würde sagen... Was war das gerade eben? Und wieso rennt der Junge vor uns weg? Wieso? Wieso? Ich würde sagen, das klären wir in der nächsten Aufnahme. Bis dann. Tschüss.